Nordkorea ist für seine extreme Isolation bekannt und aufgrund dieses isolationistischen Regimes ist die Fotografie stark eingeschränkt. Selbst nordkoreanische Fotografen, die im Land leben, werden oft streng kontrolliert und dürfen insbesondere in bestimmten Gebieten keine Fotos machen. Dennoch ist es einigen mutigen Fotografen gelungen, trotz dieser Beschränkungen Bilder aus dem Land zu machen. Dank dieser mutigen Bemühungen sind versteckte Wahrheiten über Nordkorea ans Licht gekommen. In den folgenden Abschnitten unseres Videos erfahren Sie alles, was Sie schon immer über Nordkorea wissen wollten. Der nordkoreanische Führer Kim Jong-un hat eine umfassende Unterdrückung im gesamten Land durchgeführt, um seine Bewohner zu isolieren und es der Außenwelt nahezu unmöglich zu machen, Nordkorea wirklich zu verstehen. Dies erreicht er, indem er den Nordkoreanern den Zugang zu Technologie und dem Internet stark einschränkt. Beispielsweise haben nur 3,2 Millionen Menschen in Nordkorea Zugang zu Mobiltelefonen. Obwohl 3 Millionen Mobiltelefone auf den ersten Blick eine bedeutende Zahl zu sein scheinen, ist zu beachten, dass Nordkorea eine Bevölkerung von 25 Millionen hat. Dies bedeutet, dass nur jeder zehnte Mensch im Land ein Mobiltelefon besitzt. Die meisten dieser Handynutzer leben in und um die Hauptstadt Pyongyang. Darüber hinaus gibt es in Nordkorea nur einen Mobilfunkanbieter, nämlich Koryolink. Neben der Knappheit von Mobiltelefonen gibt es auch das Problem des Internetzugangs. Nordkoreaner sind darauf beschränkt, das private Internet des Landes zu nutzen, das vollständig von der Regierung kontrolliert wird. Wussten Sie, dass Nordkoreaner im Durchschnitt kleiner sind als ihre südkoreanischen Kollegen? Auch wenn es wie eine urbane Legende klingen mag, haben Studien gezeigt, dass nordkoreanische Männer im Durchschnitt tatsächlich kleiner sind als südkoreanische Männer, wobei der Unterschied zwischen 3 und 8 cm liegt. Experten sind der Ansicht, dass dieser Größenunterschied nicht allein auf die Genetik zurückzuführen ist, da Nord- und Südkoreaner derselben Rasse angehören. Sie weisen auch die Theorie zurück, dass nordkoreanische Flüchtlinge, die nach Südkorea gereist sind, aufgrund ihrer relativ schlechten Lebensbedingungen in ihrem Wachstum gehemmt waren, was zu ihrer geringeren Körpergröße geführt haben könnte. Man geht davon aus, dass der Hauptgrund für die geringere Durchschnittsgröße in Nordkorea in der Nahrungsmittelknappheit liegt. Ein weiterer verborgener Aspekt Nordkoreas betrifft den Zustand seiner Straßen und Städte, der oft von dem vermittelten Bild abweicht. Fotos und Videos aus Pyongyang, der Hauptstadt Nordkoreas, zeigen häufig breite, asphaltierte Straßen. Die Situation außerhalb der Hauptstadt steht jedoch in starkem Kontrast dazu. Nach Angaben von 2006 gibt es in Nordkorea insgesamt 25.554 Kilometer asphaltierte Straßen, von denen jedoch nur 3% wirklich asphaltiert sind. Außerdem ist bekannt, dass nur 11 von 1.000 Nordkoreanern ein Auto besitzen. Das bedeutet, dass Nordkoreaner, die von einem Ort zum anderen reisen möchten, oft lange Wartezeiten in Buswarteschlangen in Kauf nehmen müssen. Nordkorea ist auch für die strengen Regeln bekannt, die von seinem Führer Kim Jong-un durchgesetzt werden. Vor kurzem wurde ein Verbot für Frauen erlassen, kurze Hosen zu tragen. Dieses Verbot wird nur an Sommertagen durchgesetzt, wenn die Temperatur 30 Grad Celsius übersteigt. Kim Jong-un rechtfertigt dieses Verbot, indem er Frauen, die kurze Hosen tragen, als Befürworterinnen einer kapitalistischen Mode bezeichnet. Schockierenderweise hat dieses Verbot zur Verhaftung von 10 Frauen im Land geführt, nur weil sie kurze Hosen getragen haben, die über das Knie reichen. Anfang August berichtete Radio Free Asia, dass das Rauchverbot in der Öffentlichkeit ausschließlich für Frauen gilt. Kim Jong-un selbst ist Raucher, aber diese Tatsache hat ihn nicht davon abgehalten, Frauen zu bestrafen. Ein Bewohner von Pyongyang berichtete, dass 2 Frauen zu einer Geldstrafe verurteilt wurden, weil sie während des Essens im Freien geraucht hatten und dass ihnen bei einer erneuten Verhaftung ein Monat Gefängnis in einem Arbeitszentrum drohen würde. Was denken Sie über Nordkorea und seine restriktive Lebensweise? Teilen Sie uns Ihre Antworten und Meinungen im Kommentarbereich mit.